Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir starten hier direkt mit unserer Plünderung im Kloster Sudwelle. Brandschatzt meine Wölfe und nehmt das Christen. Brennt alles nieder, lasst mir die Köpfe und alles, was ich plündern kann. Nein, ist nicht ernsthaft, oder? Wenn ich hier Tiere angreife, dann greifen mich andere Tiere davon an. Also in dem Fall habe ich jetzt ein Schaf getötet und dann greift mich ein Huhn an, oder wie? Das ist ja mal geil. Hey, darf ich hier vielleicht vorher mal ausweichen? Hallo? Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Das Ding ist noch nicht mal getroffen worden. Also mein zweiter Tod hier in diesem Spiel ist wirklich selten dämlich. Zumal niemand das Ding getroffen hat. Ich habe den Typen gerade ermordet und auf einmal geht das, explodiert das. Hä? Mönchsbehausung! Jetzt, Wikinger! Nehmt ihnen ihr Gold und brennt den Rest nieder! Genau. Lasst mir die Tiere. Ich töte zwar keine Tiere, aber irgendwie muss ich ja auch mal wieder meine Vorräte auffüllen. Leder vom Huhn? Ernsthaft jetzt? Gemeinsam! Gott wird uns nicht verlassen! Dein Ende da! Der Schweiß der Schweiß. Ist der schon tot? So. Bleib mal lieber vom Feuer fern. Da hinten ist aber irgendwie einer von unseren Männern verletzt. Junge, komm her. Wir müssen vom Feuer wegbleiben. Nein, ich hab's gewusst. Komm schnell. Meinen Dank, Eivor. Ja, ich werde jetzt wegen dir auch sterben. Aber kein Thema. Wo ist das Wasser? Okay. Es geht auch so. Die dummen Schafe, die hauen einfach ab. Sauerei. Gern geschehen. Weiter geht's. Kommt, Leute. Wir müssen uns vom Feuer fernhalten, von den bösartigen Hühnern, die einen angreifen. Und, oh, Moment. Halt, stopp, bleib doch mal stehen. Die haben jetzt hier alles verbarrikadiert oder was? Oder? Haben wir hier irgendwas, was wir noch mitnehmen können? Sieht nicht so aus. Na gut, dann werft hier mal Feuer rein, Jungs. Ah, Moment, da ist was. Da ist aber nur Feuer. Na toll. Okay, kommt mal einer von euch mit nach oben? Nein! Oh, du musst in die richtige Richtung. Sag mal, bist du dumm? Sind die hier irgendwie ein bisschen verbuggt oder sind die einfach nur dumm? Genau, fackelt mal alles ab hier. Ich halte mich lieber vom Feuer fern, wie gesagt. Oder war ein größerer.
Komm, weich doch mal aus, Mann. Was ist so schwer da dran? Geht doch. Komm. Du hast doch bestimmt noch was, was man plündern kann, nicht? Ah, okay. Was haben wir denn da? Da haben wir, glaube ich, nur Wasser oder sowas. Nee, da ist irgendwas im Kochen, keine Ahnung. Gehen wir mal hier rein. Wir gucken aber nochmal. Achso, Rabe ist nicht verfügbar. Sauerei. So. Nehmen wir dir erstmal dein Leben, Junge. So, ihr helft mir jetzt bitte mal eben die Tür hier auf. Die ist schon offen, okay. Boah, jetzt wollte ich dich gerade angreifen. Geh doch mal weg hier. Was machen denn die ganzen Zivilisten hier? Jungs, komm mal ran. Wir wollen hier einen Schatz heben. Ich brauche hier mal Hilfe. Ja, komm. Nicht so müde. Rohmaterial, sehr schön. Gut. Theoretisch können wir wahrscheinlich das nächste auch bald wieder aufbauen. Oder jetzt schon aufbauen. Ich bin mir nicht sicher. Da haben wir noch nichts. Das kann man, glaube ich, nicht kaputt machen. Na gut, viel ist jetzt hier scheinbar nicht drin. Ja, genau. Macht ihr mal auf. Jetzt kann ich den Rahmen wieder benutzen. Sehr schön. Das scheint aber auch noch irgendwas. Ah, nee, das ist nur... Okay. Hinter dem Baum. Beziehungsweise beim Baum ist noch Gold. Oder war das jetzt nur... Nee, hier. Ups, was habe ich jetzt gedrückt? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich habe aus Versehen einen Angriff befehligt oder sowas. Ich bin mir nicht sicher. Geh mal aus dem Weg, Junge. Da ist irgendwas. Ach, das ist der... Ist das nicht der, der sich eben nicht looten gelassen hat? Na toll. Reichtum erworben. Sehr schön. Was siehst du? Ein Kohlebarren. Noch besser. Ja, ansonsten denke ich mal... Ne, da hinten haben wir noch was. Was ist das? Na, ist das das... Oh. Da kommt noch einer. Den müssen wir kaputt machen. Und hier in der Hütte ist auf jeden Fall was. Weiß ich wenigstens genau, in welche Richtung ich laufen muss. Links ist auch noch... Nee, warte mal. Da ist auch noch was... Moment, 72? Da haben wir aber doch jetzt alles rausgeholt, meine ich. Nee, das ist... Ach, das ist hier. Okay. Ist das irgendwie auf dem Baum drauf, oder was? Das verwirrt mich jetzt hier ein bisschen. Ist das irgendwie im Baum drin? Oder unter dem Baum drunter eventuell? Das kann natürlich auch sein. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Aber ich sehe keinen Geheimgang. Hm. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal woanders hin. Das ist bestimmt irgendwas, was unter der Erde ist oder was verborgen ist oder ich weiß es nicht. Genau, nehmt ihr mal schön Reis aus. Ich muss mich mal eben da vorne umsehen. Da war allerdings irgendwo noch ein Gegner. Und den meinte ich jetzt nicht. Oh. Was war das denn? Ist das
da hinten, der hat Flammenpfeile. Kann die mal aufhören zu brennen? Jetzt hat er das hier immer noch nicht aufgehoben. Das will ich doch hoffen. Ja, endlich mal ausgewichen hier. Jetzt kommst du mir helfen. Wo warst du denn eben? Vollpfosten. Achso, das ist ein blauer. Moment. Da kann ich aber definitiv nicht raus. Junge, geh mir aus dem Weg. Sag mal, ich glaube es nicht. Was bist du denn für ein Vollpfosten? Weg da. Kannst ja gerne mal versuchen. So, wir haben hier keinen Platz für Leute, die uns hier einfach hinterrücks anschießen. Kann ich jetzt hier oben endlich mal hin? So. Kein Thema. So, Jungs, jetzt kommt mal mit. Wir müssen hier plündern. Ich brauche Unterstützung. Ja, nicht gucken. Drücken, Mädel. Sehr schön. Ach, ich glaube, die sind immer am Leuchten, wenn ich mich damit erholen kann, ne? Also wenn ich das gerade in dem Moment brauche. Oh, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Yes, okay. Ich mach's nicht gerne, aber ich brauche Leder. So, Ich muss sehen, was du siehst. Da ist immer noch was. Ah, nee, das ist nur die Wegmarkierung irgendwie. Ja, das müsste dann theoretisch alles sein, oder? Das am Baum haben wir noch nicht, aber das ist ein bisschen blöd. Tja. Ich gehe jetzt noch ein letztes Mal eben an den Baum ran, um da zu gucken. Ich tue euch nichts. Ich muss noch mal eben Leder holen. Lauft doch nicht alle weg. Sagt mir doch mal bitte einer, was das mit dem Gold da am oder unter dem Baum auf sich hat da. Leute. Vielleicht ist es ja auch doch auf dem Baum. Das weiß ich nicht. Wir können es noch mal probieren. Aber sie springt da jedes Mal runter. Das ist irgendwie... Ich glaube auch eher, wenn, dann würden sie wahrscheinlich... Habe ich mich jetzt so schon... wahrscheinlich irgendwas da drunter graben und nicht irgendwie von oben. Das ist jetzt in der Tat ein Rätsel, was ich zurzeit nicht lösen kann, so wie es aussieht. Oder? Kann man da irgendwas sehen? Unten drunter. Aber wie ich da hinkomme? Ich habe keine Ahnung. Sagt derjenige, der gerade stirbt. Na super. So, Arschloch. Das war einer meiner Kameraden. So, kommt mit, Jungs. Ich werde das Geheimnis wahrscheinlich nie lösen. Ich denke mal, dass es irgendwo was ist unter der Erde.
Kann ich hier eigentlich Horn benutzen? Langschiff rufen? Okay, das kann ich nicht. Ach, das Meditieren wollte ich immer mal ausprobieren. Jetzt bin ich natürlich gerade nicht verletzt. Ich habe die Vermutung, ich habe es aber nie ausprobiert, dass man eventuell meditieren kann, um seine Gesundheit wieder zurückzuholen. Ich bin mir aber, wie gesagt, nicht sicher. Fucke! Das war so nicht geplant. Moment. Ach, die laufen einfach weg. War da noch irgendwas? Ja. Okay, also es ist auch so komisch am Leuchten oder wie auch immer, wenn ich nicht geheilt werden muss. Habe ich gerade festgestellt. Gut. Where is my... Ah, da ist noch ein Schäferlöchchen. Gibt mir zwar immer nur ein Leder, aber immerhin besser als nichts. So, Jungs. Alle wieder zurück zum Schiff, bitte. Zwei Schafe, zwei Leder. Tier in Reihen habe ich auch bekommen. Lecker. Das, wäre mir jetzt egal gewesen. Aber okay. Was ist das mit der goldenen Fracht, was jetzt angezeigt wird? Moment. Ach, das ist bestimmt... Das ist doch jetzt bestimmt das, was an dem Baum ist, oder? Ich schaue jetzt noch mal eben nach. Halte mich jetzt für bekloppt, aber ich schaue hier noch mal kurz nach. Aber ich meine ziemlich sicher, dass das wahrscheinlich der Baum gewesen ist, weil das ja auch so die Richtung war. Ja, es muss... Nee, es muss der Baum gewesen sein, weil ich habe es ja aufgedeckt. Dementsprechend, ja. Aber hier haben wir noch was. Da wollen wir natürlich auch noch hin. Ich weiß gerade nicht mehr genau. Das hat doch irgendwas mit dem Orden, meine ich, zu tun gehabt, oder? Steht da Eiferer. Genau, den müssen wir nämlich auch noch töten. Ich würde sagen, dass wir das jetzt mal eben auf die Schnelle noch machen. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht so lange dauert. Kommt zu mir, liebe Leute, kommt zu mir. Wir machen uns jetzt wieder auf. Der bewegt sich natürlich. Ach, da hinten ist er, ja. Ich nehme trotzdem mal eben das Schiff mit. Da, ein Priesterschatz. Naja, ein Priesterschatz, den wir aber nicht bekommen, weil wir irgendwie keinen Eingang finden. Ich werde auf jeden Fall nochmal zurückkommen, weil das wurmt mich, wenn ich dann was gesehen habe. Ach, der ist am Reiten oder was? Nein, ist nicht euer Ernst jetzt. Muss ich dem jetzt noch hinterher reiten? Ja. Warte, gute. Ja, komm, spring. Kriege ich das überhaupt hin? Ich meine... Der jetzt wirklich am Reiten ist, so wie das aussah? Och, komm, jetzt lauf doch einfach drumherum. So schwer ist es nicht. Vorsicht mit dem Vieh!
Idee. Ja, komm, weich nicht aus. Kein Thema. Okay, also das mit den Ordensmitgliedern ist vielleicht nicht so eine gute Sache. Wieso weicht die nicht aus? Macht keinen Sinn, wenn sie nicht ausweicht. Nein! Jetzt hat er sich nicht ernsthaft geheilt, oder? Oh, ich kann mich nicht heilen. Ich kann mich nicht heilen. Was hat der denn dabei gehabt? Eieiei. Die sind doch ein bisschen stärker, als ich dachte. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, der war doch sehr heftig. Ich hätte vielleicht vorher mal gucken sollen, wie stark der ist. Oder wirklich mal was warten sollen. Ich würde sagen, der Versuch ist jetzt leider gescheitert. Aber bevor ich jetzt hier irgendetwas anderes mache oder woanders hinreise, werde ich mich für heute erstmal verabschieden. Und den ein bisschen später nochmal aufsuchen, mir nochmal meine Fähigkeiten anschauen. Ich denke mal, damit hätte ich einiges leisten können. Ich habe auch gehört, dass es wohl so eine Art Schlafpfeil geben soll. Der wäre hier wahrscheinlich sehr effektiv gewesen. Ja, vielleicht sollte ich warten, bis ich den habe. Vielleicht hätte ich aber auch mal was anderes ausprobieren können. Mal schauen, wir sehen es vielleicht in der nächsten Folge oder in einer der darauf folgenden Folgen. Bis dann. Ciao.